kann natürlich auch warm vermieten. Das heißt, der Mieter zahlt einen Pauschalbetrag und du zahlst die Nebenkosten, egal wie viel er davon verbraucht. Wenn du zu niedrig kalkuliert hast, machst du sogar noch ein bisschen Plus. Wenn du zu wenig kalkuliert hast, dann musst du drauf zahlen. Und jetzt kommt es. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Nebenkosten. Manche Nebenkosten kann man ja umlegen auf den Mieter und andere wiederum nicht. Jetzt fangen wir mal an mit den umlagefähigen Nebenkosten. Also umlegen auf den Mieter heißt schon mal, dass du quasi auf die Netto-Kaltmiete nochmal was drauf rechnen kannst. Und grundsätzlich funktioniert das so mit den Nebenkosten. Man vereinbart dann einen Betrag vor Abschluss des Mietvertrags. Zum Beispiel, wenn es eine Wohnung 500 Euro Kaltmiete kostet und der Mieter vermutlich 100 Euro im Monat verbrauchen wird, Nebenkosten, oder 80, dann vereinbart man zum Beispiel 100 Euro Nebenkostenvorauszahlung monatlich. Das heißt, er muss 600 Euro im Monat bezahlen an dich als Vermieter. Am Ende des Jahres werden die umlagefähigen Nebenkosten zusammengerechnet und dann, wenn du eben 1200 Euro 12 mal 100 überschreitest als Mieter, dann musst du nachzahlen. Wenn du es unterschritten hast, dann kriegst du es zurück. Also somit gilt eben quasi einfach eine ganz normale Rechnung, wie viel hat er verbraucht, mehr oder weniger, und dann wird es zurückgezahlt oder nachgezahlt. Grundsätzlich empfehle ich das lieber ein bisschen höher zu machen als auf der Vermieterseite aus, weil dann kannst du gegebenenfalls zurückzahlen, wenn es zu viel war. Wenn es zu wenig war, ist immer blöd, weil manchmal die Leute können nicht richtig wirtschaften teilweise und dann musst du nachverlangen Geld und die haben es dann nicht. Und wenn du aber vorher schon hattest und du kannst zurückgeben, dann freut sich zum einen der Mieter und zum anderen freust dich du, weil du eben keine Nachzahlung erwartest. Ja. So, jetzt, welche Kosten sind umlegbar? Strom, Wasser, Heizung, das sind so die wichtigsten drei Posten, die am meisten ausmachen. Und es ist natürlich davon auch abhängig, wie gut ist deine Wohnung isoliert. Keine Ahnung, wie viel duscht der Mieter, vielleicht duscht er immer im Fitnessstudio oder so, dann hast du natürlich niedrigere Nebenkosten, aber das weiß man vorher alles nicht. Da gibt es so eine Liste, die kann man mal googeln, da mache ich unter das Video einen Link, wo man das sieht, welche Kosten denn umlegbar sind auf den Mieter, dass da auch wirklich alles aufgezählt ist. Und die werden dann eben so abgerechnet, wie eben im Vorab schon erwähnt wurde. Nicht umlagefähige Nebenkosten gibt es natürlich auch, das sind solche Dinge wie Rücklagen für Reparaturen oder sogar Reparaturen, wenn jetzt mal eine Dusche kaputt geht und der Mieter hat die irgendwie kaputt gemacht, ja, vielleicht war er schuld oder auch nicht, keine Ahnung, was der Grund war, dann das musst du dann abwägen, wie das Ganze passiert ist, und du musst es natürlich dann ersetzen als Vermieter, und ja, dann kannst du es wahrscheinlich nicht umlegen auf ihn. Zusätzlich, was gibt es noch für Sachen, die nicht umlagefähig sind? Zum Beispiel Verwaltergebühren, Hausverwaltungsgebühren, wenn du eine WEG vermietest, also eine Wohnung in der Wohnungseigentümergesellschaft, dann fallen natürlich monatlich ca. zwischen 10 und 30 Euro an für die Hausverwaltung, also Verwaltungsaufwendungen. Die werden dann dementsprechend auch von dir getragen als Vermieter. Leerstand ist noch ein Thema, wenn du jetzt irgendwie einen Mieterwechsel hast, der Mieter zieht aus und du findest nicht rechtzeitig einen Nachmieter, hast ein, zwei, drei Monate Leerstand, dann hast du natürlich Verbindlichkeiten zu zahlen an die Bank, wenn du es finanziert hast. Du musst die Nebenkosten zahlen, es gibt immer so eine Grundnebenkosten für das Allgemeineigentum, zum Beispiel Allgemeinstrom, Gartenbewässerung, solche Geschichten, die Sachen, die halt immer da sind, auch wenn kein Mieter da ist. Hausbewirtschaftung vom Hausmeister und solche Sachen, Müll vielleicht unter Umständen auch, je nachdem, was da halt in der Teilungserklärung und festgelegt wurde und bei der Hausverwaltung, musst du dann die Kosten tragen, wenn kein Mieter drin ist. Somit kann man sich auch mal darüber schlau machen, wie hoch denn dieser Betrag ist, der immer konstant anfällt. Zinsen natürlich musst du auch du zahlen als Vermieter, die kannst du nicht umlegen auf den Mieter. Indirekt natürlich, wenn du die Miete ein bisschen höher ansetzt oder so, kannst du es indirekt machen, aber du kannst es nicht auf der Nebenkostenabrechnung Zinsen als Kostenpunkt aufführen, das geht natürlich nicht. So, das waren jetzt die grundlegenden Thematiken zum Thema Nebenkosten. Welche Nebenkosten kannst du umlegen auf den Mieter? Welche Nebenkosten musst du selbst tragen als Vermieter? Einen Link dazu zu einer Liste, wo alles explizit aufgeführt wird, und vielleicht kann ich sogar eine Nebenkostenabrechnung mal beispielhaft anhängen irgendwo. Unten auf einem Link, dann kann man sich das mal anschauen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Vermieten.